Hier ist Extra 3, die einzige Satire-Sendung mit Christian Ehring. Herzlich willkommen zu Extra 3, liebe Zuschauer. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Was sagt man dazu? Da ist die Koalition gerade mal im Amt, schon ist der erste Minister weg. Und dann gleich der Beste. Hans-Peter Friedrich, ja. Der Agrarminister, vergebt dazu lachen, bitte. Ein Mann, der sein Amt wie kein zweiter ausgefüllt hat. Ein Mann, der sich nicht nur für Rinder und Ochsen eingesetzt hat, sondern auch für Leute außerhalb der CSU. Ja? Er hatte eine sehr kurze Amtszeit von gerade mal 8 Wochen. 8 Wochen, Wahnsinn. Oder wie man hier in Hamburg rechnet, 2 HSV-Trainer. Ja, es ist dumm gelaufen. Das ist echt dumm gelaufen für den guten Hans-Peter Friedrich. Und jetzt weint ihm sogar Thomas Oppermann von der SPD hinterher. Sie erinnern sich, das ist der Mann, der Friedrich überhaupt erst ans Messer geliefert hatte. Mir tut es aufrichtig leid, dass durch meine Veröffentlichung Hans-Peter Friedrich zum Rücktritt gebracht wurde. Ist traurig, oder? Ich bin traurig. Ist schon traurig. Doch, es ist traurig oder Politik. Oder beides. Alle bauen Mist und am Ende muss einer gehen. Das ist doch Stoff für eine neue TV-Show, oder? Sie entscheiden, wer gehen muss, wenn einfach irgendeiner gehen muss. Denn Sie sind die Jury von Germany's Next Bauernopfer. Thomas von der SPD hat in dieser Woche leider kein Foto bekommen. Dagegen kann Hans-Peter von der CSU mit seiner Performance überzeugen. In der Disziplin über die Klinge springen hat er die Jury begeistert. Hans-Peters großer Moment. Hier ist dein Foto. Du bist Germany's Next Bauernopfer. Mit diesem Titel ist deine Zukunft gesichert. Ich kann mir alles vorstellen. Ich bin ein junger Mann. Ja, das Leben liegt vor mir, auch das Politische. Und insofern, don't worry, das geht alles gut. Wird für Hans-Peter wirklich alles gut? Das und viel mehr bei Germany's Next Bauernopfer. Ein Film von Alicia Anker. Das nenne ich aber mal optimistisch. Der Friedrich, du, sagt er, don't worry, das Leben liegt vor mir. Hey, was kostet die Welt? Ich meine, der Mann hat durch sein Verhalten eventuell einen Pädophilen geschützt. Gut, Bischof könnte noch werden, das schon. Friedrich selbst scheint sich ja überhaupt keiner Schuld bewusst zu sein. Nein, er wollte Schaden abwenden von diesem Land. Wenn es ein Gesetz gibt, ja, das einen zwingt, nicht Schaden vom deutschen Volk, von der Politik, vom Ansehen abzuhalten, dann muss man dieses Gesetz sofort aufheben. Aufheben? Ja? Sollte ich gegen ein Gesetz verstoßen haben, dann muss man das Gesetz ändern. Das geht so nicht. War der eigentlich früher mal Innenminister oder Sonnenkönig? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Okay, also der hat also ein Selbstbewusstsein, eine Lockerheit auf einmal. Heute hat der Innenausschuss getagt. Friedrich hat gesagt, nö, ich habe keine Lust, ich komme nicht. Wahrscheinlich hat er Curling geguckt. Die Affäre ist ja nicht nur unappetitlich, sie ist auch ganz schön kompliziert. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Es wurde bekannt, dass gegen den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Sebastian Edati ermittelt wird. Hans-Peter Friedrich, damals noch Innenminister, hat Sigmar Gabriel unter dem Mantel der Verschwiegenheit davon erzählt, dabei aber angeblich nichts über relevante Ermittlungsdetails verraten. Es ging wahrscheinlich nur um die Farbe der Ermittlungsakte. Ja? Aber ich glaube, der Friedrich kann sowas. Der kann so durch die Blume sprechen. Der hat sehr viel Tabu gespielt. Hier in der Innenministeriums-Edition. Ja, da gibt es ganz komplizierte Aufgaben, wie zum Beispiel, informieren Sie einen anderen Politiker darüber, dass gegen Edati wegen Verdacht auf Kinderpornografie strafrechtlich ermittelt wird. Allerdings ohne die Worte, Edati Kinderpornografie strafrechtlich und ermittelt. Sowas kann nur Friedrich. Aber mal ehrlich, Sigmar Gabriel einweihen, ist das eine gute Idee? Sigmar Gabriel, ein Mann, der so verschwiegen ist wie ein Kölner Kaffeekränzchen nach 20 Piccolo. Bitte. Das hätte er wissen müssen. Liebe Leute, damit war doch klar, wie die Sache weitergeht. Sigi. Ich verrate dir ein Geheimnis, wenn du's niemandem verrätst. Whoa-ho-ho.
Ich erzähl's nur schnell dem Thomas. Und Frank Walter sag ich's auch. Freunde, ich verrat euch ein Geheimnis. Wenn ihr es niemandem erzählt, aber niemandem, immer mal nicken, auf keinen Fall irgendwem. Drei Tage später wusste es der Friseur des Schwibschwagers, des Metzgers von Oppermanns Putzfrau. Und man kann davon ausgehen, Edati wusste es dann auch. Ne? Oppermann hat ja, als er von dem Fall hörte, erstmal bei BKA-Chef Zierke angerufen, um zu fragen, was an der Sache dran ist. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das hätte er den Wulf machen lassen sollen. Ja. Zierke hat geschwiegen, aber die Art und Weise, wie er geschwiegen hat, die soll Oppermann vermittelt haben, da ist was dran. Ich kann mir vorstellen, wie das Gespräch ablief. Zierke? Herr Zierke, Oppermann hier, wird gegen Herrn Edati ermittelt? Okay, ich nenne mal ein paar Delikte. Diebstahl? Raub? Oder hat's was mit Minderjährigen zu tun? Verstehe, ja, Grüße an die Frau Gemahlin. Was ich am erstaunlichsten finde, Angela Merkel, wieder mal wirklich am erstaunlichsten. Die merkt, das Thema ist gefährlich und hält sich raus. Angela Merkel, Sie erinnern sich, Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, ist noch ich vergesse das auch immer wieder. Ne? Aber Angela Merkel, die wurde wieder mal ganz spät informiert. Die hat es als Letzte erfahren. Die wusste gar nichts. Ich glaube, das ist Stallorder. Ich glaube inzwischen, die sagen, Leute, nicht die Mutti stören. Ganz wichtig. Ja, ist doch logisch. Das ist die Einzige, die nicht verbrannt werden darf. Die wissen, nur mit Merkel kann die Union Wahlen gewinnen. Deshalb darf die nie irgendwas erfahren. Von gar nichts. Sie spielen dir alle was vor. So wie in Goodbye Lenin. Kennen Sie den Film? Ja? Den Blick aus Merkels Fenster, den hat der Kauder durch eine Fototapete ersetzt. Das ist kein Witz. Nein, das ist so. Die Merkel denkt, das hier ist Deutschland. Man hält die von allem fern, sogar von ihrem Mann. Früher hat sie den Foto von dem auf dem Schreibtisch. Haben die auch ersetzt. Durch das hier. Natürlich. Die lebt in einer Parallelwelt. Die kennt auch die Minister gar nicht. Der Merkel wird immer nur einen Namen zugerufen, wenn sie irgendeinen entlassen soll. Sonst kennt die niemanden. Friedrich Nahles Dobrindt hat die nie gehört, die Namen. Die denkt, ihr Kabinett sieht so aus. Alle, die sich 8 Wochen lang gefragt haben, ob diese Koalition überhaupt irgendwas kann, die wissen jetzt immerhin, ja, streiten. Ne? Streiten können sie, die Parteispitzen ebenso wie die Basis. Wir haben mal 2 Abgeordnete von SPD und CDU in die Fußgängerzone begleitet. 2 Politiker der Großen Koalition wollen heute beweisen, dass die Regierung eine Sprache spricht. Philipp Meyer-Degenhardt von der CDU, Jurist und Hobbygolfer. Und der gelernte Maschinenschlosser Ingo Wolski von der SPD. Sie bringen die GroKo in die Fuzo, die Fußgängerzone. So, mein Lieber. Rotzke, schön, dass Sie es Wolski, geschafft Ingo. Haben. Sie wollten ein bisschen helfen heute. Wir wollten das zusammen machen. Ja, genau, ist ja richtig. Hier wird Einigkeit nicht nur gepredigt, sondern vorgelebt. SPD, CDU, das ist mein Kollege Wozzeck. Wolski, der heute mal über die Schulter guckt, so ein bisschen. Wieso über die ins politische Geschehen reinschnuppert. Wir sind in der Großen Koalition ja auf Augenhöhe. Für die Augenhöhe, nun tun sich meine vor, da müsste ich ja so ein bisschen, so, das wäre Augenhöhe. Ne? Was Merkel und Gabriel in Berlin noch schwerfällt, ist bei Meyer-Degenhardt und Wolski selbstverständlich. Gemeinsam die echten Probleme der Menschen anpacken. Warum darf hier Fahrrad gefahren werden? Ja. Das ist etwas, was ich. Das ist eine Sache, die wir von der CDU schon lange im Auge haben. Ja. Diese ganzen Fahrradanschlussgeschichten, alles weg. Wir gehen noch einen Schritt weiter, wir wollen die Fahrräder abschaffen, komplett. Wir haben gesunde Beine, wir können laufen. Die sollen mit der U-Bahn fahren. Richtig, das ist die Fahrrad. Ja. Bei der Arbeit, die CDU in den letzten Jahren hingelegt hat, da sind viele Wähler einfach enttäuscht. Und da braucht es eigentlich einen neuen, frischen Wind. Den will die SPD bringen. Was, SPD? Ja. Aber ich habe CDU gewählt. Ja, da bin ich Ihnen sehr dankbar. An der Basis gibt es eben kein Parteiengezänk. Es geht um die Sache. Das nervt. Also wir sind ja schon als Einheit hier aufgetreten. Wir sind ja schon wirklich als Team aufgetreten. Das merkt man ja. Muss man sehen, ob der Kollege Wolski nächstes Mal Zeit hat. Sonst mache ich das auch alleine. Das ist kein Problem.
gehen Sie mit den Finanzen besser um. Und das hat die SPD noch nie gekonnt. Richtig, da also bin ich ganz Ihrer Meinung. Frau Siemers, freut mich wirklich sehr. Das ist alles finanziert. Das kann der Herr Wolski so rechnerisch im Kopf gar nicht. Hören Sie doch mal gar auf nicht so. Blödsinn. Sie können doch nicht einfach den Leuten hier auf der Straße Dinge versprechen, die Sie da gar nicht halten müssen. Aber das reicht mir jetzt. Entschuldigung. Wolski und Meyer-Degenhardt. Zwei Politiker ziehen an einem Strang in zwei Richtungen. Ein Beitrag von Olli Kleinfeld, Nils Holz und Tobias Döll. Heute hatte Merkel mal ein bisschen Ruhe. Heute war mal nichts mit Edati, heute war Merkel in Paris. Nicht zum Shoppen. Nein, 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 nein. Da hat der deutsch-französische Ministerrat getagt. Ging es da auch um Edati? Nein, oder? Ich meine, was sagen die Franzosen eigentlich zu diesem Skandal? Bei deutschen Skandalen geht es ja meist um die Frage, wer wusste wann was? Bei französischen, wer hatte wann was mit wem? Großer Unterschied, aber das kann Ihnen jemand anders viel besser erklären als ich. Herzlich willkommen, Alphonse! Edati. Das kann man als Franzose wirklich nicht verstehen. Wie kann man den Fall Edati an einem Franzosen erklären? Also Edati, das ist ein Typ, der früher den kannte kein Schwein und dann hat er so Kinderporno in Kanada bestellt. Aber das sind keine Kinderporno, deshalb ist der Skandal kein Skandal. Aber es ist doch ein Skandal, weil die Staatsanwaltschaft hat Lammert und Oppermann und wegen Friedrich... Man versteht nichts. Liebe Deutsche, könnt ihr nicht so schöne, klare Skandale machen und nicht so ein Ding, so was wie zum Beispiel... Wie fanden Sie unser Skandal da mit dem Motorroller? Hein? Da, aber voilà! Ja oui, viel besser! Das war aber ein schöner Skandal. Hein? Der Präsident geht heimlich raus von dem Élysée-Palast auf dem Motorroller mit nur einem Bodyguard auf dem Motorroller und er trifft seine geliebte Schauspielerin, 20 Jahre jünger. Hein? Das ist doch gut. Und dann die Frau, seine Frau, die erfährt das, boom, Nervenzusammenbruch, Krankenhaus, also wie ein Theaterstück. Ist alles gut, alles klar, verständlich. Und dann kommt auch noch heraus, dass die Wohnung, wo die beiden sich getroffen haben, das gehört der Korsika-Mafia. Das ist ein Skandal. Das ist ein ordentlicher Skandal. Klar, komm. Aber müssen Sie sich vorstellen, meine Damen und Herren, wenn das in Deutschland passieren würde, das würde bedeuten, Angela Merkel geht heimlich raus von dem Kanzleramt und die wird dann von einem Bodyguard durch Berlin gefahren, sie auf dem Gepäckträger. Dann trifft sie sich in einer Wohnung mit Til Schweiger. Und die Wohnung würde Uli Hoeneß gehören. Das ist das. Na, was Skandal angeht, sind wir Franzosen schon viel besser. Das muss man sagen. Was habt ihr denn für Skandale, außer so dieses... Doch, es gab der Wulff-Skandal. Gut, wenn man das hört, alles, was er gemacht hat, so Hauskredit wurde bezahlt, Luxusurlaub, Luxushotel, alles. Wenn man das hört, man denkt, es geht um Millionen. Hein? Und am Ende, es geht um 753 Euro und 90 Cent. Es gibt nur zwei Lösungen. Entweder der Typ, der das errechnet hat, das ist der gleiche Typ, der die Kosten für die Elbphilharmonie errechnet. Hein? Ist das ein? C'est vrai, quand même. Oder ihr seid nicht ganz dicht. Mal zwischen uns, als Berlusconi erfahren hat, dass es geht um 753 Euro, er ist vor Laren fast von seiner Nutte gefallen. 753 Euro und dafür macht ihr so ein Ding. Nein, ihr macht sogar einen Film darüber. Mal ganz ehrlich, ich weiß, weil für euch das war schockierend. Der Präsident ist käuflich, um Gottes Willen. Aber wissen Sie was, meine Damen und Herren, mittlerweile, das ist modern, das ist normal. Hein? In Frankreich mittlerweile ist es ganz normal, einen Politiker zu kaufen. In Frankreich, wenn du 5 Politiker kaufst, kriegst du den 6. gratis dazu. Normal. Dankeschön.
Bitte schön. Und jetzt abgehakt. Die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Et voilà. Guten Abend. Meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten. Immer dieses Genmaisgemecker. Mann, endlich zeigt sich Europa mal von seiner offenen Seite. Der umstrittene Genmais 1507 steht vor einer Zulassung in der Europäischen Union. Ja, der Mais marschiert nach Europa ein. Aber ist er auch willkommen? Weil SPD und CSU dagegen sind, die CDU aber dafür, hatte sich Deutschland bei der Abstimmung in Brüssel enthalten. Ha! Und deshalb kriegt Europa jetzt Genmais, den es verdient. Da wird bei der Opposition natürlich genörgelt. Wir nehmen tatsächlich auch die Bedenken der Bevölkerung nicht ernst, was wir aber eigentlich tun müssten. Moment, die ist ja gar nicht von der Opposition, die ist doch von der SPD. Dann hat der BUND doch recht, wenn er sagt, die Regierung hat auf ganzer Linie versagt. Natürlich. Wie bitte? Natürlich. Die haben doch alle eine Genmeise. Neues vom Godfather des Größenwahn, Thebats van Elst, ist der Unsympath. Thebats van Elst soll Stiftungsgelder für seinen Bischofssitz zweckentfremdet haben. Der Limburger Don machte sich ein Angebot, das er unmöglich ablehnen konnte. Das Geld, das er für den Bau genommen hatte, war eigentlich für arme, kinderreiche Familien bestimmt. Dio mio, das hätte sich noch nicht mal Don Corleone getraut. Er ist einfach krank. War sonst noch was? Ach ja, letztes Jahr im kleinen Goslar. Der große George Clooney dreht eine Massenszene für seinen Film Monuments Man. Schon im März haben tausende Schlange gestanden, um eine der vielen Komparsenrollen zu ergattern. Ja, und jetzt? Tja, und jetzt hat der Chef mal eben kurz alle Goslar-Szenen aus dem Film geschnitten. Kein bisschen Goslar im Kino. Das ist Harz. Attack von Sine Wiegers. Liebe Zuschauer, heute Morgen dachten wir noch, dass die Sendung verschoben werden müsste. Wir hatten hier einen Nebel im NDR. Unglaublich, der Nebel, Wahnsinn. Genau wie in Sotschi. Vorgestern konnten ja die Biathleten nicht starten. Putin hat sofort 3 Jahre Lagerhaft angekündigt für den, der für den Nebel verantwortlich war. Ich habe letztens auch mal reingesetzt bei Olympia. Fand ich ganz interessant. Curling galt ja immer als die langweiligste Sportart der Welt. Und das wurde in Sotschi nochmal auf eindrucksvolle Weise bestätigt. Deutschland steht beim Medaillenspiegel übrigens auf Platz 2. Wir schrubben war nicht so gut, also schrubben können wir nicht so, wir rodeln aber gut. Schlittenfahren, das gönnen wir. Ne? Schlittenfahren. Und Skispringen. Also, wenn es abwärts geht, dann fühlen wir Deutsche uns wohl. Ist denn wirklich alles gut in Russland oder vernebelt uns der aktuelle Medaillenspiegel auch so ein bisschen die Sicht? Das frage ich unsere Reporter Janine Reinhardt in Moskau und Dominik Ziesemer in Sotschi. Janine, wie ist denn die Lage in der russischen Hauptstadt? Einsam, muss ich sagen. Alle anderen Journalisten sind ja in Sotschi. Aber gut, irgendjemand muss ja hier die Stellung halten und vor allen Dingen weiterhin kritisch über Russland berichten. Gerade zum Beispiel wurde ein Olympiakritiker zu 3 Jahren Haft verurteilt. Gold, aber Christian, Gold! Für den Zweierbob der Frauen! Ich werd wahnsinnig! Champagner? Ja, das passt ja, ne? Putins Olympische Winterspiele kosten nämlich satte 51 Milliarden Dollar. Ich meine, das ist mehr als alle Olympischen Winterspiele zusammengerechnet. Was man mit dem ganzen Geld machen könnte? Man könnte Kindern in Afrika, was erzähle ich überhaupt? Man könnte den gesamten HSV-Vorstand ganze 622 Mal auf den Mond schießen. Ich meine, 51 Milliarden Dollar, das ist krank. Ach, was krank? Hauptsache, der Felix Neureuther wird wieder gesund. Aber die haben ja Top-Ärzte hier und super Hotels. Und in den Gondeln haben die sogar Ledersitze. Ganz ehrlich, Dominik, Putin, der hat Anwohner enteignet. Der hat ganze Flüsse zubetonieren lassen. Und wie man in Russland mit Homosexuellen umgeht, Moment! Die haben überhaupt nichts gegen Homosexuelle hier in Russland. Oh. Hier habe ich gestern im russischen Fernsehen gesehen, in meiner 80 Quadratmeter Journalisten-Suite. Hier kannst du reingucken. Interessant, auf welchem Sender läuft das? Jungs, ganz kurz bitte, ja? Also, Entschuldigung. Dominik, wenn alles so imposant ist, was ist denn dann für die Abschlussveranstaltung geplant? Ja, Christian, einiges. Ich habe gerade erfahren, dass Putin für die Moderation der Veranstaltung einen Hollywood-Star eingekauft hat. Ich sag nur George Clooney.
Sie sollen morgen schon hier in Sochi sein und erste Interviews geben. Was jetzt mal, der echte, der George? Der echte George? Moment, eine Sekunde bitte. Hallo, ja, guten Abend, hier ist Reinhard. Ich würde gerne einen Flug buchen nach Sochi. Und zwar jetzt sofort gerne, First Class. Ja, ich hab einen Presseausweis. Ja, wie? Das ist halt alles das Olympische Komitee. Das ist ja, ja, buchen, buchen, buchen. Danke, Putin. Wir sehen uns gleich in Sochi mit George Clooney. Ja, dann sage ich mal guten Flug und danke, Janine Reinhardt und Dominik Ziesemer. So. Wir bleiben beim Sport. Nein, wir machen weiter mit dem HSV. Der HSV hat ja jetzt einen neuen Trainer, Mirko Slomka. Und der hat wirklich gesagt: Ein großartiger Verein, auch mit einer tollen Mannschaft. Und wie ich gerade in den letzten Stunden feststellen durfte, mit sehr kompetenten, durchweg kompetenten Gesprächspartnern. Aha. Ein großartiger Verein, eine tolle Mannschaft und durchweg kompetente Gesprächspartner. Ich finde es relativ mutig, einen Trainer zu verpflichten, der so viel kifft. Aber es ist deren Entscheidung. Also. Slomka. Slomka, habe ich nachgeschlagen, ist ja polnisch und das heißt übersetzt Strohhalm. Das passt doch irgendwie, oder? Kein Witz. Slomka heißt auf Deutsch Strohhalm. Im Gegensatz zu Van der Vaart, das ist holländisch und heißt übersetzt neben der Spur. Van der Vaart, neben der Spur. Da verlieren die am Wochenende 4:2 gegen Braunschweig. Ich meine Braunschweig. Die würde der FC Bayern allein mit dem Platzwart und dem Busfahrer schlagen. Ein Paradies ist der HSV auf jeden Fall für Ex-Trainer. 3 Millionen Abfindungen hat Van Marwijk jetzt kassiert. 3 Millionen. Ich finde, die Fans, die müssen Abfindung bekommen. Ja, pro Spiel. 3 Millionen. Das mögen Sie populistisch finden, aber ich fordere es. 3 Millionen pro Spiel für die Fans sind 60 Euro für jeden auf die Kralle, der das im Stadion ertragen muss. Zur Krise des HSV jetzt unsere brandaktuelle Sondersendung. Extra 3 Extra. HSV Spezial. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir beginnen mit einer Eilmeldung. Der HSV hat Mirko Slomka nach nur 2 Tagen entlassen. Dazu der Pressesprecher des HSV. 0 Punkte, 0 Tore in 0 Spielen. Ist doch klar, dass wir die Reißleine ziehen mussten. Slomka zeigte sich erschüttert. Zitat: Am Ende steht man mit seinen 15 Millionen Abfindungen ganz schön alleine da. Neuer Trainer wird überraschend der Spanier Enrique Estefan de Calderón. Ich freue mich auf die Arbeit. Gegen welchen Stier geht's denn am Samstag? Calderón wurde schon nach wenigen Minuten entlassen. Dem Vorstand ist leider zu spät aufgefallen, dass der Torero überhaupt keine Ahnung von Fußball hat. Auch der amerikanische Präsident Obama hat sich jetzt zur Krise des HSV geäußert. Ich bin dem HSV dankbar. Seitdem wir den Terrorverdächtigen in Guantanamo die HSV-Spiele zeigen, kriegen wir jedes Geständnis. Wie uns soeben gemeldet wurde, gibt es einen neuen Trainer. Es ist überraschend Bert von Marwijk. Dazu jetzt im Studio unser Bert von Marwijk-Experte Hilmar Lange. Ja, Martin, das war wirklich eine Sensation, diese Entschuldige, Meldung. Entschuldige, Hilmar, eine neue Meldung. Bert von Marwijk wurde gegen eine erneute Abfindung von 5 Millionen Euro wieder entlassen. Nach Durchsicht der Unterlagen ist den Verantwortlichen aufgefallen, dass Van Marwijk vor einer Woche schon mal HSV-Trainer war. Uwe Seeler will nicht länger HSV-Urgestein sein. Er wechselt zum Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg und wird mit sofortiger Wirkung Wolfsburg-Urgestein. Der Uwe Seeler Fuß wird am kommenden Wochenende nach Wolfsburg überführt. Das war Extra 3 Extra. HSV Spezial. Ein Film von Tobias Döll und Oliver Dohnke. Ich steige mal hier auf meine Aussichtsplattform. Ganz anderer Blick von hier oben. Ist ja irre. Wahnsinn. Toller Effekt. Wir haben Ihnen vor kurzem mal einen Film gezeigt über eine Aussichtsplattform bei Köln, die vor allem bestach durch ihre doch sehr geringe Höhe. Ja? Es gibt gerade im Rheinland jede Menge Flachwitze, aber diese Plattform war mit 77 Zentimetern, glaube ich, der flachste Witz von allen. Aber wie das ist mit Flachwitzen, einer kommt selten allein. Am idyllischen Stadtrand von Köln baut die Stadt eine neue Attraktion, diese Aussichtsplattform. Und
Was sieht man da so? Von dort werden Sie ein Stadtpanorama sehen, was Sie, ja, was geprägt ist natürlich durch die besonderen Silhouetten wie Dom, Fernsehturm und so weiter. Aber eine Situation, die gibt es, wie gesagt, im Stadtgebiet nicht nochmal. Die 90.000 Euro Baukosten hätte die Stadt kaum besser investieren können. Das finden auch die Bürger. Was hier ein 8 Meter hoher Stahlturm hin muss, das ist unbegreiflich, wie man sowas in so einer Landschaft einbauen muss. Wer stellt sich denn hier hin und guckt da auf den Dom, oder? Wahrscheinlich soll man den Stau auf der Autobahn gut beobachten können. Ansonsten finde ich, ist es Geldverschwendung. Und weil sich nicht alle für den Stau interessieren, hat die Stadt etwas weiter noch eine zweite Plattform gebaut. Sie bietet einen atemberaubenden Blick auf, ja, Felder. Und weil man sich an diesen Feldern kaum satt sehen kann, baut die Stadt Köln etwas weiter gleich noch eine dritte Plattform um, auf noch mehr Felder zu gucken. Von da kann der Besucher jetzt diese Landschaft beobachten, die Tiere dieser Landschaft beobachten, aber auch die Jahreszeiten beobachten und letztendlich auch Ackerbau. Ja? Wenn der Landwirt seinen Acker pflügt, wenn er die erntet und so weiter, all diese Dinge, die der Großstädter so nicht mehr wahrnehmen kann. Und falls der geneigte Großstädter mal den Rüben beim Wachsen zugucken möchte, baut die Stadt auch noch eine vierte Plattform. Das Besondere, sie wird ganze 80 Zentimeter hoch. Für insgesamt läppische 218.000 Euro hat die Stadt Köln ein echtes Aussichtsparadies geschaffen. Und wann kommen Sie vorbei? Ein Film von Daniel Sprenger. Wahnsinn. Horst Seehofer macht mir inzwischen richtig Sorgen. Horst Seehofer will die Energiewende neu verhandeln. Dafür hat er im Wesentlichen drei Gründe: Kommunalwahlen, Kommunalwahlen und Kommunalwahlen. Dabei war er einer der Ersten, die den Atomausstieg befürwortet haben. Die Energiewende muss jetzt in den nächsten Wochen auf die Beine gestellt werden. Und den Menschen muss klar gesagt werden, wohin die Reise geht. Hier darf jetzt nach der Wahl nicht anders gehandelt werden, als vor der Wahl gesagt wurde. Ganz klar. Es sei denn, man heißt Horst Seehofer, dann ist man dazu sogar verpflichtet, anders zu handeln, als man vorher gesagt hat. Also ich glaube inzwischen wirklich, also durch den Atomausstieg, es scheint das Oberstübchen schon irgendwie mangelhaft ausgeleuchtet zu sein. Er ist auch gegen Stromtrassen, denen er selber zugestimmt hat. Die findet er jetzt gefährlich. Er weiß aber schon, dass die Masten nichts mit dem Islam zu tun haben, oder? Dass da kein Muezzin hochsteigt. Und aus Bulgarien und Rumänien sind die auch nicht eingewandert. Also wenn Bayern jetzt keinen Strom von außen bekommt, keine Stromtrassen, wo soll der Strom herkommen? Ökostrom selber produzieren mit Windrädern? Nein, will er auch nicht. So, Freunde, jetzt wird's eng. Ne? Kein Atomstrom, auch keine Alternative dazu. Ich habe das Gefühl, die Bayern denken, dass sie überhaupt keinen Strom brauchen. Und heizen tun sie mit der Herdprämie oder was? Ja, und jetzt soll mir bitte einmal noch mal jemand erzählen, die bayerischen Schulen wären die besten in ganz Deutschland. Die Kollegen vom Medienmagazin ZAPP beschäftigen sich jetzt auch mit dem Fall Edati. Vorher natürlich wie immer neulich im Bundestag von Jens Böttcher, Carsten Deutschmann und Henry Sperling. Hallo, da der Frau Bundeskanzler gerade Urlaub in Sibirien macht und artgeschützte Bergziegen mit Panzerfäusten abknallt, kommen wir nun zur geheimen Abstimmung. Ja, lasst uns die Zicke abwählen und die vollgemieften Hosenanzüge aus ihrem Spind an rumänische Hartz-IV-Empfänger verteilen. Lumpen sind das! Ruhe! Wir müssen aber erst gucken, dass da kein Kleingeld in den Taschen ist. Hör mal, ist doch Jacke wie Hose. Hauptsache, die Fregatte wird endlich nackig gemacht. So sinngebildet. Sag ich doch. Sie soll bezahlen, die Tyrannin. Richtig. Wer ist dafür, die Alte abzusägen? Alles klar. Du, hier kommt gerade eine VHS. Hey, verarschen. Fax rein. Hey, ihr Statisten. Wenn ihr in meiner Abwesenheit wieder irgendeine Meuterei-Scheiße verzapft, klatsche ich euch alle an die Wand. Ich hab Angst. Wer ist dafür, dass wir Frau Merkel weiter Feige in den Arsch kriechen? Schon mal was von Zivilcourtage gehört? Daran sind Sie ganz alleine schuld. Du, hier ist noch ein Fax für dich. Du bist soeben befördert worden. Ist ja toll. Zu was denn? Killer-Wahlköder beim Dynamitfischen in Sibirien. Scheißegal. Hier bei euch feigen Schwuchteln wäre ich ja auch irgendwann explodiert. Ich hab übrigens in der dritten Reihe vorhin eine Atombombe deponiert.